Guten Morgen. Wir haben uns in der Nacht dann doch entschieden, die Heizung nicht die ganze Zeit laufen zu lassen. Dann haben sie nur zweimal für 5 Minuten oder so angeschaltet, um das Zelt wieder aufzuwärmen. Und da ist jetzt endlich auch ein neues Ding zum Einsatz gekommen, und zwar ein LiPo Battery Warmer. Und zwar kann man da eben einstellen zwischen 25 und 45 Grad, wie viel diese Tasche da drinnen aufheizen soll. Bei so einer Nacht wie jetzt, wo es halt schon kühl ist, aber noch nicht das Dach so geheizt wird, sind die Handys drinnen, weil eben die Akkus sonst eben in der Früh einfach immer so kalt sind. Beispielsweise ein Drohnenakku würde auch gar nicht funktionieren, wenn der Akku unter 15 Grad hat. Ja, das Problem hatten wir oft. Ja, und somit können die Akkus über Nacht hier drinnen schlummern. Und das haben wir vom Mario geschenkt bekommen. Dankeschön, Mario, von den Johannitern. Ja, wir haben ja jetzt einen isolierten Kanister und der hat einen Warmwasserheizstab drinnen mit 12 Volt. Und damit kann man in ca. 10 bis 12 Stunden von 20 Liter kaltem Wasser 20 Liter warmes Wasser machen, wenn er so gut isoliert ist. Jetzt duschen wir warm, ohne vorher mühsam literweise das Wasser mit dem Gaskocher aufzuheizen. Das ist das erste Mal, wir wissen nicht, wie gut das funktioniert. Juhu! Aber wir sind schon sehr gespannt, weil in der Theorie hört sich das sehr vielversprechend an. Ja. Es ist urangenehm, es ist so warm. Also ich würde es mir zu Hause nicht noch wärmer aufdrehen. Echt angenehme Stärke und so, das ist super. Jetzt kommt leider noch die größte Spießigkeit. Aber es geht nur auf der kleinsten Stufe, weil sonst ist es zu stark. Sonst bläst es alle Sicherungen durch. Aber so auf ganzer Stufe geht es ganz gut. Aber wir haben ihn unter anderem auch hauptsächlich dafür mit, wenn wir wirklich am Campingplatz sind, dass wir dann auf einer echten Steckdose halt auf volle Kraft auch föhnen können. Es war gerade das erste kleine Stückchen Sonne, der Himmel reißt so langsam auf. Urschön. Wow. Und jetzt schon wieder weg. Hallo Hundis. Die Straße da ist ein einziger Fleckerlteppich und man kann wirklich nicht mehr erkennen, welche Farbe die ursprüngliche Straße hatte, weil es so viel ausgebessert wurde. Und es ist aber alles nur sehr, sehr dürftig ausgebessert. Und wir fahren jetzt 50 und ich würde wirklich nicht schneller fahren. So, jetzt das letzte kleine Dorf und demnächst wollen wir rechts abbiegen. Oh, es regnet. Wir haben diesen Weg auf Wikiloc gefunden, wo man ja so Wege einfach hochladen kann. Und der war mit schwer, also es gibt leicht, mäßig schwer, sehr schwer und für Experten. Und das war eben die mittlere schwer. Und gerade jetzt, wo so viel geregnet ist, noch so ein bisschen extra schlammig und das macht echt voll viel Spaß. Also ich glaube, es wird nicht noch viel schwerer und dann soll es gehen, ja. Aber insgesamt Fahrzeit ist 5 Stunden. 5 Stunden, ja. Und mit Pausen haben sie 8 Stunden gebraucht für diesen Track. Wir haben genug Wasser, genug Essen. Ja. Ja, also das glaube ich waren wir. Es fühlt sich mit dem Auto eben auch so an, als würden wir. Ein Differential, aufsetzen. Das wäre, nein, nicht aufsetzen, aber das wäre nicht jetzt extrem viel Platz. Mhm. Und das sind jetzt die ersten Meter von der Route. Und es hat halt die letzten Tage urviel geregnet. Schauen wir kurz davor, das ist schon recht heavy. Ja. Wie sieht es nach der Kurve aus? Nicht anders, aber steiler. Wenn ich da drunter schaue, das ist ja nur weicher Sand, das ist ja nichts Tragisches. Den könnten wir schon vor uns herschieben. Man sieht eindeutig, dass vor uns, also dass das letzte Fahrzeug vor uns ein Traktor war mit wirklich großen, stolligen Reifen. Und das sind wir halt nicht.
Und vor allem da eben, da geht's, da hast du wirklich recht tief runter. Und das schaffen wir eben sicher nicht. Deshalb ist es so tief da. Aber abgesehen davon ist das eine ziemlich große, so groß wie meine Hand, Tierspur. Ich glaube, es sind Wölfe. Und wir könnten sie jetzt hier vier Sandblöcher hintereinander auflegen. Dann würden sie wahrscheinlich schaffen. Aber die Frage ist halt, muss ich es machen? Naja, wirklich, wenn es da drüben nicht zurückgeht, deswegen haben wir die Sandbleche mit. Ja. Ach so, also es ist jetzt keine Notsituation, meinst du? Genau, nur zum Spielen, finde ich, ist es mir halt alles irgendwie zu mühsam. Na gut, dann fahren wir zurück und fahren ein anderes Stück. Vor allem, Stück. Wir wissen auch nicht, ob der Track wirklich gut ist. Es gibt keine Bilder dazu, es gibt keine Kommentare, Rezensionen. Ja. Und wenn ich meine, wenn da oben jetzt irgendwie eine verlassene Superduperburg ist, würde ich wahrscheinlich auch schon mehr Aufwand betreiben, aber nur wirklich, ist es, für uns ist es nur ein Waldweg, der irgendwo hinführt. Das ist so schön. Wir haben da oben jetzt einen super coolen Pausenplatz gefunden mit schöner Aussicht. Und gleich hinter uns ist so ein Querschnitt quasi von dem Boden unter dem Wald. Und da sieht man so eine Schicht rosa Sand. Das schaut ganz besonders aus. Und außerdem sind die Reifen jetzt wie paniert, weil zuerst eben der Schlamm und dann der Sand sich draufgeklebt hat auf den Schlamm. Schaut ganz lustig aus. Wir haben jetzt auch echte Schalen einfach. Und halt... Ich finde, das wertet das auch so auf. Und auch wenn man jetzt frisch geduscht ist und so, wir sind halt irgendwo und essen nichts arg Besonderes. Aber ich finde, das wertet das so viel auf, gell? Also ich möchte auch jetzt dein Essen nicht abwerten, Karin. Das war es wunderbar. Danke, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Da links und rechts schon mal, da bauen sie wirklich eine riesige Autobahn. Ja. Wow. Mit Rastplatz schon fertig. Ja. Wow. Und das erspart dann allen dieses lange Stück da, wo alle hinter den LKWs herzuckeln. So friedlich alles noch, unbenutzt. Wir sind jetzt in Hunedoara angekommen, bei der Burg. Corbin's Castle. Mhm. Auf dem Parkplatz zahlt man 1,80 Euro oder so für einen Tag als Auto. Und wir dürfen auch über Nacht da stehen. Und es ist absolut windstill. Ja. Es ist so schön, das Wetter. Dann steht ein anderer Wohnwagen da. Nein, Wohnmobil. Und was ich auch immer so genieße, ist, dass am Abend durch eine Stadt schlendern. Das haben wir so selten einfach, weil wir halt immer irgendwo stehen. Und wenn wir durch die Stadt schlendern, dann denken wir immer so, ja, bevor es dunkel wird, wollen wir ja noch einen Schlafplatz finden. Und das ist immer so angenehm, wenn sich das irgendwie ergibt, entweder durch Unterkunft oder durch so etwas. Man kann einfach so viel mehr Eindrücke zu Fuß aufnehmen, finde ich. Das ist immer sehr schön. Cool. Und wir haben heute probiert, Spiritus zu kaufen für unseren Spirituskocher. Und wir haben jetzt auch in einigen Foren gelesen, dass es in Rumänien nicht so einfach ist, weil es halt nicht mehr üblich ist. Und wir haben jetzt in so einem... Also wir waren wirklich in 8 verschiedenen Geschäften, in Baumärkten, in Supermärkten, in Tankstellen. Angeblich gibt es überall, aber wir waren einfach in den falschen Geschäften. Ja, ja. Wahrscheinlich gibt es in der Apotheke und im Drogeriemarkt. Aber wir haben jetzt in so einem Minimarkt... Sanitäralkohol. Ja. Und das ist mit einer lasziven Krankenschwester. Das ist wunderbar. Das ist 70% Ethanol. Eigentlich bräuchten wir reines Ethanol, aber der Rest wird schon. Das funktioniert. Ja, wir müssen schauen, ob es rust oder nicht. Ja, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde es rusten. Ja. Na gut. Guten Morgen, es ist jetzt gleich 8:30 und 9 macht die Burg auf und wir werden die Ersten dort sein. Und ja, wir machen jetzt gleich das Dachteil zu und packen zusammen und dann sind wir danach schon gleich bereit zum Weiterfahren. Du musst doch von den Schattenseiten erzählen. Aber wenn du bei 10 Grad im Zelt schläfst, dann kondensiert halt innen alles. Jetzt ist innen alles feucht und so. Ja. Ich möchte nicht dir die Schuld zuweisen, sondern einfach nur sagen, dass es auch
nicht nur idyllisch ist, ja, wir schlafen hier mit Blick auf das Corwin's Castle, sondern wir wischen jetzt mit so feucht kalten Retro-Handtüchern die Innenseite von unserem Zelt ab. Hier gibt es eine Werbung vom Zoo, so schlecht gefotoshoppt. Der Hase gefällt mir jetzt am besten, weil ich meine, der ist einfach so da. Ein Papagei hört das Holz einfach in der Mitte auf, also er schwebt in der Luft. Und sonst auch die Proportionen, der Adler ist einfach so groß wie ein Schaf. Und das Eichhörnchen ist ähnlich groß wie ein Kopf von einem Tiger oder so. Heute Abend ist da irgendein Event, da bauen sie schon ein bisschen was auf. Gestern Abend, bei der schönen Abendstimmung, haben sie Game of Thrones Musik gespielt. Ja. Das war einfach so episch, das Schloss zu sehen mit der Musik. Die erste Station ist das Gefängnis und man darf nicht unter 12 Jahre hinein, weil es so gruselig ist. Das da hinten ist, wie die Burg nach einem großen Feuer ausgesehen hat. Und das Modell, so wie es hier steht, wurde 1866 angefertigt. 2 Jahre gedauert. Und da am gegenüberliegenden Hang bauen sie ein Luxushotel und die Ansätze sind schon sehr, sehr schön und stylisch. Das da oben ist das Hotel und das wird der Ausblick sein vom Hotel. Das ist schon sehr, sehr märchenhaft. Diese Treppe ist extrem steil und wenn da viele Leute sind und das ein Gedränge ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da alle heil ankommen. Und ich habe ein bisschen Höhenangst. Das ist die Schmiede und da gibt es einen riesen Blasebalg für das Feuer. Das muss damals echt heiß sein. Auf der Kamera sieht man nicht, wie hoch und groß das ist. Und die einzelnen Balken sind schon ganz, ganz dick. Oh. Und da dürften auch nochmal hier überall 1, 2 Zwischengeschosse gewesen sein. Mit den Türen, als ein 5-stöckiges Haus, circa so hoch. Und da ist die kleine Karin. Und da steht bei den Ausgrabungen, haben sie ein Grab gefunden. Das ist mit dem mit Grabbeigaben, so Haarringen und sowas. Die da. Und das ist ausgestellt. Und hat auch diesen kleinen urschön gemachten Ohrring da gefunden. 22. Es gibt so Nummern durch die ganzen, so Audio-Guide-Nummern, aber das ist auch irgendwie so eine Führung, aber es gibt keine Pfeile, also man muss immer hoffen, dass man die richtige Nummer findet als nächstes. Dieser kleine helle Fleck am Boden, ist, da ist das Wasserlevel. Also da spiegelt sich das, der helle Himmel. Das ist auch urtief. Dieser Brunnen wurde von 3 Gefangenen gegraben und sie haben dafür 15 Jahre gebraucht und er ist 28 Meter tief. Und ihnen wurde versprochen, dass sie danach freigelassen worden sind. Aber von jemandem, der in der Zwischenzeit gestorben ist und die Nachfolgerin hat sie dann umbringen lassen. Ja. Ich glaube, das Mittelalter war sehr tragisch. Da gibt es ein Mathematikbuch aus Wien, auf Deutsch geschrieben. Überhaupt zu mehrerer Verbreitung mathematischer Begriffe. Und insbesondere zum Gebrauch für, weiß ich nicht. 1803. Mhm. Okay. Und ein Wörterbuch. Das Wörterbuch ist Deutsch, Latein. Von 1715. So dick. Wir sind jetzt fertig mit der Besichtigung und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Transalpina. Was ist das? Das ist eine panoramisch wichtige Straße in Rumänien. Nein, eine touristisch wichtige Straße in Rumänien. Also man fährt so über die Karpaten. Also extrem lang erklärt.
Eine Bergstraße. Es ist eine Bergstraße. Es wird einen schönen Ausblick geben.